Haben wir. Wir haben diese Schaltung hier, ne? U, R1, wo geht der Zweier lang? Da. R2, R3, R4. Und ich male direkt daneben . Das ist jetzt so ein bisschen schnell gezeichnet, das könnte man schöner machen, aber nicht in dem Tempo. So, erste Frage, zeichnen Sie alle Ströme und Spannungen, so wie identifizieren Sie unabhängige Maschen in beiden Schaltungen? Das mit den unabhängigen Maschen ist eigentlich ein großer Begriff. Ich übersetze es mal einfach so, aus dem Bauch raus genügend und nicht zu viele. So, alle Spannungen und Ströme, da haben wir hier zum Beispiel I, ja, eigentlich ist der Strom rot. Sie brauchen tatsächlich jemanden, der sich um die Stifte kümmert hier im Kurs. I, I1, I2, I3, I4, hier unten ist es wieder der I, ne? Ähnlich haben wir hier I1, I2, hier könnte man angeben einen I3, einen I4. Hier haben wir I und hier haben wir auch wieder I. Das ist jetzt sehr kleinteilig. Aus dem Bauch raus würde man das nicht unbedingt machen, weil man ja sofort sieht, dass I1 gleich I3 ist. Ne? Aber man kann. Gut. So, Spannungen. Hier U1, das ist das gleiche wie U2. Jetzt brauche ich doch mal eine andere Farbe. Das Rot ist nicht so schön. Och, das Grün ist noch beschissener. Darf man eigentlich auf dem Video fluchen? U1, U3, nicht, dass ich Ärger mit meiner Frau kriege. U1, U3, U2, U4, das kann wahrscheinlich keiner lesen hinterher. So, also, das wäre, könnte man angeben, alles. Jetzt geht es darum, die Maschen zu identifizieren. So, ich sagte ja schon, aus dem Bauch raus würde man es wahrscheinlich bei so kleinen Netzwerken richtig machen. Also ich würde mal sagen, ich habe hier eine Masche M1. Ich würde mir hier eine Masche reindichten. Meinetwegen so rum. M2 und ich würde mir hier eine Masche reindichten. So, meinetwegen auch so. M3. Ich kann aber noch drei weitere Maschen mir hier reindichten. Ne? Was man typischerweise, würde man die nicht verwenden, aber man könnte zum Beispiel ja so laufen. Das ist jetzt, glaube ich, sehr unübersichtlich. Es liegt aber nur an Ihnen, weil Sie nicht dafür gesorgt haben, dass Stifte da sind. Dann könnte man auch die Masche dann hier rüber über den schließen oder man könnte über den R1 laufen und dann über den R4. Also auch das würde gehen. So, die Frage ist, wie viele Maschen braucht man jetzt und wie viele sind genug? Dafür gibt es ein Verfahren, das ich Ihnen jetzt aber noch nicht vorstellen möchte. Das ist das Verfahren mit Baum, mit vollständigem Baum. Das kommt in dem Thema Maschenstromanalyse. Für die kleinen Netzwerke, die wir haben, wenn Sie die Maschen, genügend Maschen gefunden haben aus dem Bauch heraus, dann haben Sie es wahrscheinlich schon richtig gemacht. Ja, also so pathologisch sind wir mit unseren Netzwerken nicht unterwegs. Ähnlich hier. Hier könnte man jetzt eine Masche definieren, M1, M2 und man könnte auch noch eine dritte, nämlich hier außenrum definieren, wählen, M3. Auch da würden Sie aus dem Bauch raus sagen, braucht man nicht und das ist auch richtig. Hier sieht man es nämlich sehr offensichtlich, die M3 können Sie zusammenbauen, indem Sie einfach M1 plus M2 rechnen. Das ergibt dann die dritte. Das heißt, die ist nicht unabhängig, die ist nämlich abhängig von 1 und 2 und aus 1 und 2 können Sie die dritte zusammenbauen. Und die stört hinterher bei der Rechnung. So, was wollen wir jetzt haben? Maschen- und Knotengleichungen. Nehmen wir mal hier den M1. Dann ist das doch UQ. Das ist UQ gewesen, das auch. UQ ist gleich U1 plus U3, ne?
U1 plus U3. Oder gleich, die habe ich nicht eingezeichnet, U2 und U4 gleich U2 plus U4. Sie können die auch anders aufschreiben, nicht? Also U1 plus U3 minus UQ gleich 0 ist ja das Gleiche. Masche 2 liefert Ihnen nur, dass U1 gleich U2 ist, beziehungsweise U1 minus U2 gleich 0. Und Masche 3 liefert Ihnen U3 gleich U4. So, Knoten 1 liefert Ihnen, jetzt muss ich erstmal identifizieren, wo ist ein Knoten 1 eigentlich? Da würde man den hier oben nehmen. K1. Und das hier dürfte dann hoffentlich, das ist in meiner Zählung K3. Und das hier ist in meiner Zählung K2. Also K1, da ist, wie habe ich es aufgeschrieben, I. Ja, I läuft rein. Ich mache es jetzt mal tatsächlich so mit den Vorzeichen, wie viele von Ihnen sich das, glaube ich, gedacht haben. Ne? Also I zählt in den Knoten rein, also wird positiv gezählt. Und I1 geht raus und I2 geht raus und dann ist es 0. Die Vorzeichen von I1, also die Zahl, die da drin steckt, beziehungsweise I2, die ist dann durchaus positiv. Das ist eine positive Stromstärke, aber sie zählt hier negativ, weil sie aus dem Knoten rausgesogen werden quasi. So, K2, I geht raus, also minus I plus I3 plus I4 gleich 0 und K3, da gehen rein in den Knoten I1 plus I2 minus I3 minus I4 gleich 0. Halt, doch, richtig. So, auch da sehen Sie, wenn Sie diese beiden Gleichungen addieren, kommt diese dabei raus. Das heißt, bei drei Knoten in dem Fall können Sie einen Knoten beschreiben durch die anderen beiden. Es sind also nur zwei Knoten unabhängig und nur zwei Knoten braucht man wirklich, um das Netzwerk zu beschreiben. Der dritte stört. Deswegen nennt man oft den dritten Knoten dann als Masseknoten oder eigentlich einen Knoten immer als Masseknoten. Manchmal oft nimmt man den unteren als Masseknoten, aber das muss nicht so sein. Ich könnte jeden anderen Knoten als Masseknoten nehmen. Dann haben wir halt die Spannung verschoben. Das ist aber auch alles. Mehr passiert da nicht. Oft nimmt man den unteren. So, gucken wir uns das in der Serienschaltung hier an. Die Knoten kann ich auch hier hin bauen. Das wäre hier meinetwegen der K1. Das wäre der K2. Und ich habe es ja manchen schon gesagt, man könnte hier jetzt noch einen K3 und einen K4 dazwischen machen, aber die sind trivial. Nicht? Das besagt ja bloß, dass I1 gleich I3 ist. Also man kann das, wenn man ganz, ganz kleinteilig das rechnen möchte, kann man das so machen und ein Netzwerkanalyseprogramm, so wie eben LTSpice oder QX, würde das auch tun. Nicht? Da ist dazwischen auch wirklich ein Knoten. Jetzt wir so aus dem Bauch raus, wenn wir mit unserem, ja eben nicht künstlichen, sondern mit unserer natürlichen Intelligenz so ein Netzwerk analysieren wollen, würden wir das nicht tun. Gut, so, machen wir die Maschen. M1 wäre jetzt diese hier. Ich schreibe sie nochmal so auf. Komplett U1 plus U3 minus UQ gleich 0. Ich schreibe die Masche 2 auf. Die Masche 2 wäre die hier. Die wäre jetzt, ja, wir laufen gegen U1 und U3, also minus U1 minus U3 gleich plus U2 plus U4 gleich 0. Mehr Maschen haben wir nicht. Wir könnten noch die dritte angeben, die große. Nö, muss ich nicht. Mache ich auch nicht. Und K1, den Knoten 1 oben gebe ich noch an. I minus I1 minus I2 gleich 0. In irgendeiner Geschmacksrichtung. So. Das war, glaube ich, nur der erste Teil der Frage, ne? Geht jetzt weiter, dass Sie wahrscheinlich jetzt auch noch wissen wollen, wie man denn jetzt hier die Gesamtwiderstand und so weiter ausrechnet.
Das ist deswegen etwas aufwendig, weil wir, das haben ja viele schon gemerkt, hier keine Zahlen gegeben haben, sondern nur Buchstaben da stehen. Das ist einer der Unterschiede in der Mathematik und in der Rechenart und Weise zwischen Schule und Hochschule. In der Schule war immer alles irgendwie mit Zahlen. Ich glaube, bei Ihnen noch viel mehr, als das bei mir der Fall war früher. Wir rechnen hier mit Buchstaben. Wenn da eben ein Widerstand R1 ist und da gibt es keine Zahl dafür, dann schreiben Sie eben R1 hin. So, fertig. Die Herausforderung ist eigentlich nur, ja, zweierlei. Einmal diesen emotionalen Magenverstimmung überwinden, dass man jetzt hier mit Buchstaben arbeiten muss. Das ist mal das eine. Muss man einfach tun. Und das andere ist, da wir eben gerade mit diesen ganzen R's und U's auch sehr viel mit Indizes arbeiten, das ist einfach so, sie brauchen so eine gewisse buchhalterische Ader. Nicht? Also man muss da einfach ein gutes Bookkeeping haben, dass man nicht mit den ganzen Indizes durcheinander kommt. Also sauber arbeiten. Mehr ist das nicht. Also mehr muss man wirklich nicht tun. Sauber und konzentriert arbeiten und sich darauf einlassen, dass es da halt Buchstaben stehen und keine Zahlen. Und wenn man das drin hat, dann ist das alles keine Hürde. Wirklich nicht. Also gut, wir tun das mal. Also, geben Sie sämtliche Ströme und Spannungen bei beiden Schaltungen an. Der Gesamtwiderstand darf zum Beispiel mit R-Gesamt abgekürzt werden. Machen wir mal die linke Schaltung. Erstens die Parallelschaltung. Das sind ja beides irgendwie teilweise Parallelschaltungen, aber ich nenne das mal die linke. So, was ist R-Gesamt? R-Gesamt ist ja die Parallelschaltung der beiden hier in Reihe, ne? Also, R-Gesamt ist gleich parallel R1, R2, R1 mal R2 durch R1 plus R2, R3, R4 durch R3 plus R4. So. Bitte? Eine Frage, dürfte ich jetzt auch quasi zuerst schreiben, Ersatzwiderstand R1, 2 und Ersatzwiderstand R3, 4 und dann bei R-Gesamt schreiben, R-Gesamt ist gleich R1, 2 plus R3, 4? Nö. Also, was Sie zu Hause tun, ist Ihre Sache, nicht? Aber in der Klausur nicht. In der Klausur gilt grundsätzlich, im Endergebnis stehen nur die Buchstaben, die ich Ihnen gebe. Oder erlaube. Also wenn ich Ihnen explizit erlaube, verwenden Sie R gesamt, dann nehmen Sie R gesamt. Wenn ich das aber nicht tue, also wenn ich sage, hier rechne das aus, dann stehen im Endergebnis nur meine Buchstaben. Okay, da machen wir nicht mehr dran. Weil wir könnten das Ganze jetzt ausmultiplizieren, auf Hauptnenner bringen und so, aber das sparen wir uns, bitte. Wie denn? Also Sie wollten jetzt sagen, das möchte ich sehen. Ja, R1 durch R1 plus R1 durch 1 durch R1 plus, ja genau. Sowas? Mhm. Nö, weil das ein Doppelbruch ist. So, also das ist die zweite Regel, keine Doppelbrüche im Ergebnis. Ne? Und, ja gut, wenn Sie den Doppelbruch aufgelöst haben, haben Sie das. Ist aber auch nicht so schwer. Muss man aber anfangen, wenn man mehrere hat, oder? Wenn ich jetzt 5 in die Parallelschaltung. Ja, haben Sie ja nicht. Ja, ja, natürlich. Im ersten Schritt können Sie es noch hinschreiben und nicht als Endergebnis. Und die wollen Sie zusammengefasstes Ergebnis. Ja, da steht ja, also da steht ja im Ergebnis. Da steht ja nicht, Sie dürfen das niemals nicht tun. Ne? Also natürlich, manchmal müssen Sie das machen, ja. Und dann ist es auch völlig richtig, aber eben nicht im Ergebnis. Ne? Okay, so, R-Gesamt haben wir. Dann können wir I ausrechnen. I ist gleich U Q durch R-Gesamt. Das ist jetzt okay. Keiner Stress mit. So, dann haben wir I1.
Wer hat den Stromteiler gelernt? I1 ist gleich I mal, ich muss den nicht herleiten, ne? Den Stromleiter. Also haben Sie sich alle angeguckt, gelesen. Hätten Sie alle lesen können. Haben Sie auch getan. Trauen sich nicht zu fragen. Wie ist es? Okay. Okay, dann müssen wir erstmal sauber machen hier. Spannungsteiler ist klar? Oder brauchen Sie ihn auch? Können Sie mal eben gucken, wie viel von der Tafel drauf ist? Einer von Ihnen beiden da? Ob die linke Seite noch mit drauf ist auf dem Video oder nicht? Sie können auch verstellen, aber dann müssen Sie im Zweifel wieder zurück verstellen. Sie können mir einfach sagen, von. Also die sollte ich nicht nehmen, aber rechts kann ich nehmen. Okay, dann. Also, Spannungsteiler nochmal eben. Ah, machen wir Stromteiler. Stromteiler. Regel. So. Was haben wir? Was haben wir? Keine Ahnung. Was war das denn? Mich aber beruhigt. Ich nehme hier trotzdem mal eine Spannungsquelle. Spaßeshalber. UQ. R1, R2, I1, I2, I. So, wie groß ist der Spannungsabfall über R1? Was? Ja. UQ, ne? Und über R2? Auch UQ, ne? So, damit ist I1 gleich UQ durch R1. Und I2 ist UQ durch R2. Soweit einig? Also ist I1 durch I2 gleich, ich schreibe es mal komplett hin, UQ durch R1 durch UQ durch R2 gleich Doppelbruch auflösen und kürzen R2 durch R1, also im genau umgekehrten Verhältnis der Widerstände zueinander. Ja? So, wie groß ist I? Der Gesamtstrom I ist ja gleich I1 plus I2, also gleich UQ durch R1 plus UQ durch R2 gleich UQ mal 1 durch R1 plus 1 durch R2 gleich der Vereinfachung halber UQ mal R1 plus R2 durch R1 mal R2. Soweit so schön? So, wenn ich jetzt mal ausrechne, wie groß ist I1 durch I? Ich schreibe es mal hin. UQ durch R1 durch UQ mal R1 plus R2 durch R1 mal R2. So, wieder Doppelbrüche. Ich habe nicht genug Farbe, schon gesagt, ne? Der geht weg, der rutscht, na egal, den klappen wir nach oben, dann dividiert er sich durch den R1, dann bleibt hier stehen. R2 durch R1 plus R2. So, ich schreibe es nochmal etwas anders auf. I1 ist gleich I mal R2 durch R1 plus R2. Okay, das gilt nur, ich glaube, deswegen war der Einwurf mit den fünf Widerständen da eben gut.
Das gilt nur bei zwei Widerständen. Wenn Sie drei Widerstände haben, dann sieht diese Formel hier anders aus. Da können Sie nicht einfach sagen, dann ist das hier eben R sonst was durch R1 plus R2 plus R3 oder so. Das ist falsch. Die Formel sieht anders aus, ja? Maschen und Knoten, das ist die Knotenregel und da steckt hier, dass das alles die gleiche Spannung ist, darin steckt die Maschenregel, ja? Wo haben Sie denn U1? Ja, richtig, das ist die Maschenregel. Okay. Passt? Wenn ich das mit mehr habe, dann klammere ich halt nachher, dann setze ich einfach quasi vom Widerstände mal die einzelnen Ströme und klammere das I den Strom aus. Ja. Also wenn ich innerhalb von einem Parallelzweig nochmal eine Reihe habe. Ah, das haben wir jetzt. Wir rechnen gleich die Aufgabe schon noch weiter. Das ist jetzt nur der Einwurf, damit wir die Aufgabe weitermachen können. Ne? So, als zweites, wenn ich I2 haben will, dann tauschen ja eigentlich nur R1 und R2 die Plätze. Ne? Mehr ist ja nicht. Also ist I2 gleich I mal R1 durch R1 plus R2. Einfache Regel in Worten, der Strom, der Teilstrom durch den einen Widerstand ist gleich der Gesamtstrom mal der Widerstand, durch den er nicht fließt, durch die Summe der Widerstände. Auch nicht die Parallelschaltung, sondern die Summe der Widerstände. Ja. Ja. So, brauchst du einen Spannungsteiler noch? Ja, gut. Na, machen wir da. Gut. Spannungsteilerregel. Aber jetzt bin ich natürlich voll im Vorlesungsthema, ne? Das wollte ich ja nicht dieses Semester. Meckert nicht, dass ich zu viel Vorlesung mache, weil ihr seid schuld. R1 durch R2. So, wie hoch ist der Strom dadurch? Na, erstmal I, ne? Und der ist durch alle gleich. Okay. So, wie groß ist der Spannungsabfall hier und wie groß ist der da? Erstmal ist nichts Falsches gesagt, wenn wir sagen, der ist U1 und der ist U2. Ne? Ist jetzt ein bisschen blöd, aber... R1 mal I, U2 ist gleich R2 mal I. U1... durch U2 kann ich jetzt sofort hinschreiben, ist R1 durch R2. Erinnern Sie sich an das, was hier steht? Da steht fast das Gleiche, nur da stehen die Widerstände auf dem Kopf und da halt nicht. So. Gesamt-U, Maschenregel. Gesamt-U ist U1 plus U2 ist gleich I mal R1 plus R2. Und wenn ich jetzt U1 haben möchte, U1 durch U ist dann gleich I mal R1 durch I mal R1 plus R2 gleich R1 durch R1 plus R2. Und ich schreibe es nochmal aus. U ist gleich U mal R1 durch R1 plus R2. Und U2 ist gleich U mal R2 durch R1 plus R2. Ganz ähnlich. Nur hier eben die Spannungen und die Teilspannung über dem ersten Widerstand ist gleich die Gesamtspannung mal der Widerstand, über dem es abfällt, durch die Summe der Widerstände. Gut. Für wen war denn das jetzt neu? Also nicht überhaupt so für seit Sie hier studieren, sondern seit der letzten halben Stunde neu oder Viertelstunde. Da bin ich ja beruhigt. Ja, okay, gut. So, denn hier wollte ich weitermachen, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. So,
Ah, doch. Gut. So, ich klappe das nochmal wieder zu. Es ist mir hier zu rot. Ich brauche schwarz. So, aber das habe ich schon gesagt. So, jetzt brauchen wir I1. I1 ist gleich der gesamte I, der oben reingeht. Ich leite das jetzt nicht aus dem Knoten und so weiter nochmal her, sondern ich benutze jetzt das, was hier steht. Der Gesamt mal der durch den nicht, durch die Summe derer. Ne? Also, R2 durch R1 plus R2. Wie groß ist, muss ich mal gucken, wie die Widerstände hier aufgeteilt waren. I2 plus okay, I3. Lückentext, bitteschön. Sehr schön. So, jetzt habe ich nur einen Fehler gemacht. Ich darf hier nicht das I verwenden, sondern ich muss darf nur R Gesamt hier reinpacken als Abkürzung, weil mir wurde nicht mehr erlaubt. Also ich habe mir selber nicht mehr erlaubt. Dementsprechend machen wir dann, müssen wir das gerade noch umändern. Hier, das können wir relativ flix machen. Und das Endergebnis wäre jetzt UQ durch R Gesamt. UQ durch R Gesamt, UQ durch R Gesamt, UQ durch R Gesamt. So. Will sie jetzt nicht schocken, indem ich alles komplett aufschreibe, dann wird es ein bisschen länger. Aber auch, also machen wir schon noch, nicht? Aber jetzt vielleicht nicht gerade heute. So, wie groß ist U1? Danke. Aber ich kann noch ein gleich hinschreiben. Ja, vielleicht können wir gleich hier einen von diesen I's hier schon verwenden. Also meinetwegen den I1. Das hätte ich irgendwie lieber, weil es kürzer ist. Da hat man nämlich UQ durch R Gesamt mal R1, R2 durch R1 plus R2, ne? So, und dasselbe machen wir nochmal für U3 gleich U4 gleich UQ durch R Gesamt mal R3, R4 durch R3 plus R4. Okay? So, das wäre so ein Endergebnis, das ich gerne hätte. Bitte schön. Naja, aber nicht, wenn es ein Endergebnis ist. So ist das. Im Endergebnis steht immer nur das, was ich gerne hätte. In der was ich Ihnen als Buchstaben gegeben habe. In der Musterlösung habe ich es jetzt nochmal komplett ausgeschrieben. Also da steht dann nicht mehr R Gesamt als Abkürzung, sondern steht nochmal komplett alles drin. Das spare ich mir jetzt aber. Also ist jetzt auch kein Hexenwerk, aber ich mache es nicht jetzt. So, zweiter Punkt. Boah, da kriegst du voll den Rotflash hier. Wir wollten die andere Schaltung noch ausrechnen. Ne? Das könnte ich am besten mal hier drunter machen. Das ist ein Geschmier. So. Ja, bitte. Ja. Ja, in den Kurzlösungen sind auch nur die Kurzlösungen. Ich weiß gar nicht, was ich von dieser Aufgabe als Kurzlösung da drin habe. Also da stehen halt die wirklich nur die Endergebnisse drin. Die Musterlösung lade ich Ihnen erst hoch, wenn wir die Aufgaben gerechnet haben. Ach so. Damit Sie nämlich nicht spicken. Ja. Also bei mir war so, dass bei den Lösungen das identische wie das Arbeitsblatt drin war. Ich habe 4 Seiten mehr, aber ich habe also nirgendwo die Lösung gefunden.
stehen jeweils unter den Aufgaben drunter. Also Sie müssten, also ab 3 müssten Sie dabei stehen, bei 1 und 2. Bei 1 und 2 stehen Sie nicht dabei als Kurzlösung, das, weil die, ja, die Kurzlösung die Lösung ist. Im nächsten Semester übrigens stehen Sie gar nicht dabei, weil da gibt es keine Kurzlösung. Da gibt es nur die ausführlichen, weil da ist die Kurzlösung eigentlich das gleiche wie die komplette Lösung. War mal, also Sie kommen aber dann ab Aufgabe, ich kann es jetzt nachgucken, aber möchte ich. Aufgabe 3 oder so müsste es eigentlich sein. So, okay, so, jetzt wollten wir diese da bestimmen, ne? Also, erst einmal brauchen wir wieder, das ist das zweite hier, die Reihenschaltung. Reihenschaltung. So, dann haben wir erst einmal wieder R-Gesamt zu berechnen. R-Gesamt ist diesmal die Parallelschaltung der Reihenschaltungen. Jo, machen wir das. Das sind R1 plus R3 mal R2 plus R4 durch R1 plus R2 plus R3 plus R4. Das war's dann schon. Ja, man kann das jetzt noch ausmultiplizieren, wenn man möchte. Das muss man aber nicht. Okay, so. Was brauchen wir? Wir brauchen jetzt den, erstmal haben wir den Gesamtstrom. Also I ist gleich UQ durch R Gesamt schon wieder. Das war's. Dann etwas einfacher können wir, das sind ja zwei einzelne Spannungsteile, die wir vollkommen unabhängig voneinander betrachten können, weil nämlich, egal was jetzt hier dieser Zweig hier tut, wird er den Zweig nicht beeinflussen, denn da steht eine ideale Spannungsquelle dran. Selbst wenn der hier sehr niederohmig wird und dann ein sehr, sehr großer Strom durchgeht, spielt das keine Rolle, weil im Zweifel ist das hier ein Atomkraftwerk. Ne? Also im Zweifel kriegen Sie hier so viel Strom raus, wie Sie sich nur wünschen würden. Meinetwegen auch Gigaampere. Also so ein Schaltungssimulator, der macht Ihnen da, ohne zu lächeln, rechnet der Ihnen Ströme von Gigaamperes und so weiter aus. Das ist für den überhaupt kein Problem. Und das ist für uns hier an der Tafel auch überhaupt kein Problem. Das ist für das KKW in Philipsburg schon eins. Aber ne, wir stehen hier an der Tafel und nicht in Philipsburg. So, also, egal was hier passiert, da oben die Spannung bleibt immer UQ. Punkt. Weil ideale Quelle dran. Und weil das so ist, können wir dann sofort den Spannungsteiler verwenden hier für nämlich U1 gleich UQ mal R1 durch R1 plus R2 und U3 gleich UQ mal R3 durch R1 plus R2. Und im gleichen Maße U2, da interessiert uns der linke Zweig nicht, weil egal, was der linke Zweig macht, der rechte ist unbeeinflusst davon, ist dann, oh Scheiße, Entschuldigung. 3 ist das hier natürlich im Nenner. R2 durch R2 plus R4. Und U4 ist gleich UQ mal R4 durch R2 plus R4. So. Damit haben wir die Spannungen. Alle 4 mit der Quelle dann 5. Ne? Brauchen wir noch die Ströme. Na, es ist ja I1 gleich I3 gleich U1 durch R1 oder U3 durch R3 spielt keine Rolle. Also UQ durch R1 plus R3 und I2 ist gleich I4 ist gleich U2 durch R2 ist gleich UQ durch R2 plus R4. Fertig.
Ne, das Einzige, wo man da jetzt seine Magenkrämpfe überwinden muss, ist, da stehen halt Buchstaben und keine Volts oder Amperes. Aber mich stört es überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Bitteschön. Also, ich kenne es nur noch von der, also ich habe es damals so gelernt, mit dem 1 durch 1 R1 plus 1 durch R2. Also die Doppelbruchvariante. Und wie sieht es denn bei der vereinfachten Variante oben aus, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, 3 Ärmchen hat, also 3 parallel sind? Ist es dann, kann man dann oben, ist es dann einfach R1 mal R2 mal R3? R1 plus R2 plus R2. Nee, es ist eben nicht. Lass uns die Aufgabe zu Ende rechnen. Und dann mache ich den Strom. Wollen Sie den Stromteiler haben? Dann mache ich den Stromteiler für 3 Widerstände noch. So, aber erst diese Aufgabe gerade zu Ende. Ne? Nicht, dass wir jetzt noch einen Einwurf machen, dann wird es ja noch verwirrender. So. Jetzt war noch so eine Spezialfrage da, nämlich. Unter welchen Umständen sind die Spannungen und Ströme über bzw. durch den jeweils gleich bezeichneten Widerstand in beiden Schaltbildern gleich? Da muss ich mal so ein bisschen Wischen tun. So. Ja, ich mach's. Ich mal's neu hin. So, und zwar ist eigentlich die Frage hier, da muss man natürlich so ein bisschen die Frage auch interpretieren. So, UQ, R1, R3, R1, R2, R4. So, das ist streng genommen ja genau das, was ich eben hatte. Und jetzt soll das gleich sein zu dem, was ich auf der linken Seite stehen hatte. Eben. Das heißt also, ich muss hier eine Leitung durchlegen können und diese Leitung soll keinen Unterschied machen. Ja? Also, weil dann ist es egal, ob linke Schaltung oder rechte Schaltung. So, damit das so ist, muss ich hier auf beiden Seiten die gleichen Spannungen haben. Wenn ich hier die Leitung gespannt habe, dann habe ich das zwangsläufig. Wenn ich die Leitung nicht da habe, unterbrochen, dann können die unterschiedlich sein. Aber das wollen sie nicht, weil es soll egal sein, ob die Leitung da ist oder nicht. So. Also die soll da sein. Und damit es egal ist, auch gleiches Ergebnis, nur etwas andere Argumentation, damit es egal ist, ob das Ding da ist oder nicht, muss hier der Strom gleich 0 sein. Ja, weil wenn irgendwo kein Strom fließen kann, dann kann ich auch eine Leitung hinmachen oder wegmachen, dann ist das egal. Ja, wann habe ich das erreicht? Das ist erreicht. Erreicht, wenn I gleich 0 oder... Müssen wir da jetzt eigentlich die Einheiten wieder zuschreiben? Nee, bei 0 nicht. Das ist aber der einzige Fall. Nee, also 0 Ampere hinschreiben ist ja Blödsinn, weil 0 mal irgendwas ist halt 0, ne? So, aber sobald da irgendwas anderes als 0 steht, muss da Ampere hinter. Meinetwegen male ich es für Sie dahinter. Ja, nee, weil manche Lehrerlehrer haben der Kopfleck, bei der 0 ist mir egal. Aber der einzige Fall. Okay, oder ohne Verbindungsleitung. Also offen, so, muss U3 gleich U4 sein. Ja gut, wann ist das der Fall? Schreiben wir es doch hin. U3 ist gleich UQ mal R3 durch R3 plus R4 gleich UQ mal halt, ich vertue mich hier immer mit den R1 plus R3 und hier ist es der R4 und dann sind es R2 plus R4. Ne? So ist richtig. So, und das ist ja gleich U4. Ja, wann ist das gleich? Das ist dann gleich, wenn U gleich 0 ist. Haha, witzig.
dann können wir uns die Schaltung sparen. Ne? Also den Fall können wir ausklammern. Also können wir schon mal da hieraus sagen, dass R3 durch R1 plus R3 gleich R4 plus R2 plus R4 sein muss. Oder im mathematischen Sinne können wir die Gleichung auch erfüllen, wenn UQ gleich 0 ist, was aber mathematisch zwar richtig ist, aber sinnlos. Okay, wenn Sie mögen, kann ich das mal eben flippen, dann sieht es nämlich schöner aus. Also R1 plus R3 durch R3 ist gleich R2 plus R4 durch R2. Soweit so schön, ja. Ist R1 durch R3 plus 1 ist gleich... Hier unten ist R4, warum verschreibe ich mich heute immer? R2 durch R4 plus 1 und dann können wir das Ergebnis hinschreiben. Die Einsen können wir auf beiden Seiten wegmachen. R1 durch R3 gleich R2 durch R4. So, und das nennt sich auch die Wheatstone'sche Brücke. Jetzt haben Sie sich schon wieder ein Video gespart. Oder die H-Brücke oder die abgeglichene Brücke. Also das ist eigentlich die einzige wirkliche Gleichspannung, lineare Gleichspannungsschaltung, die so Sinn macht, sich detaillierter anzugucken. Alles andere sind irgendwelche esoterischen Widerstandsnetzwerke, die keinen wirklichen technischen Sinn haben, außer das Ding da. Das hat einen echten Sinn. Also Gleichspannungstechnik wird erst dann interessant, wenn Sie mit Halbleitern kommen. Das machen wir dieses Semester nicht. So, soweit so schön. Das war alles zu 3.3. Beeindruckt? Gelangweilt? Ich hoffe, gelangweilt. Gut, so, drei Widerstände, Stromteiler. Ja, ist kein Problem. Okay, also... UQ, R1 mit I1, R2 mit I2, R3 mit I3. Ja, soweit so schön. I1 ist wie groß? Nee, so mit dem Buchstaben da. UQ durch welches R? Durch R1, ne? Alt R1. So, I2 ist gleich UQ durch R2. I3 ist gleich UQ durch R3. Soweit, so schön. Die Regel, die wir eben hatten, gilt weiterhin. Also I1 durch I2 ist gleich R1 durch R2, respektive für die Dreier und so weiter und so fort. Muss ich die für alle hinschreiben? Nö, ne? Also es ist immer... Wenn Sie zwei Teilströme durcheinander dividieren, ist das das gleiche wie das umgekehrte Verhältnis der betroffenen Widerstände. Schon wieder? Ja. So, jetzt brauchen wir I gesamt, ne? So, das ist jetzt die Summe von allen, also I1 plus I2 plus I3. Also gleich UQ mal 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Wenn nur das gefragt wäre, könnte das auch ein Endergebnis sein. Der nächste Schritt ist jetzt reiner Luxus, ich mache ihn aber. Weil ich ihn gleich brauche. So, UQ mal, und ich bringe es auf den Hauptnenner. Also unten ist der Hauptnenner, ist R1, R2, R3 und oben stehen dann, da steht R2 mal R3, da steht R1 mal R3, da steht R1 mal R2. Ich sortiere das mal gleich richtig. R1, R2 plus R1, R3 plus
R2, R3, wobei mir die Sortierung immer vollkommen egal ist. Das können Sie machen, wie Sie wollen. Ich sortiere die nur immer nach aufsteigenden, also wenn ich es denn schaffe, intellektuell, ne, dann sortiere ich die immer nach aufsteigenden Indizes. Also manchmal steht es bei mir auch kreuz und quer, weil ich es dann einfach nicht, also die Processing Power hat halt nicht gereicht, das hinzuschaffen, hinzukriegen. Ne? Okay, das haben wir. Dann bestimmen wir mal I1 durch I. Ja? Jetzt wird es spannend, ne? Ja, ich schreibe es mal komplett hin. UQ durch R1 durch UQ mal R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 durch R1, R2, R3. So, soweit so langweilig. Jetzt kürzen wir. Und zwar können wir die beiden gegeneinander wegmachen. Der geht nach oben und dann geht der mit dem. Ja? Also steht da R2, R3 durch R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3. Und das ist das Ergebnis. So geht das mit 3. Jo. Ja, weil ich dann im Endeffekt hinten stehen habe, U als Endergebnis immer habe, R gleich U durch I oder I gleich U durch R. Punkt. Und davon wollen sie dann volle Punkte. Nö. Ja, dann suche ich mich dadurch ihre Sauklaue durch, bis ich das Ergebnis habe und kontrolliere. Nee, da will ich ein Endergebnis haben. Ich möchte ein schönes Endergebnis. Auch markiert, dass ich es als Endergebnis erkenne. Also nicht mit Lineal doppelt unterstrichen, das ist Geschmackssache, das brauche ich nicht, nicht, aber. Ich möchte schon irgendwie einen Pfeil dran, so bitte hierauf Punkte geben. So. Nein, so nicht, aber ja. Wieso hat man jetzt die 1 durch I überhaupt hingeschrieben? Also war das jetzt gefragt, das Verhältnis auch. Was, wie, welches Verhältnis? Ja, die letzte Formel jetzt, das ist ja I1 durch I. Ja. Aber das war überhaupt nicht gefragt. Weiß nicht, Sie haben gefragt, ich habe nicht gefragt. Das kommt drauf. Er wollte doch wissen, wie der Stromteiler mit 3 Widerständen geht. Und eigentlich wollte er wissen, oder möchten Sie doch wissen, wie groß ist I1? Richtig? Nein, eigentlich war meine Frage wegen, wie man denn den Gesamtwiderstand berechnet bei den Funktionen. Also wir hatten uns eben drauf, das hatte ich aber explizit gesagt, eben hatte ich gesagt, wir machen Stromteiler mit 3 Widerständen. Also was wollten Sie denn eigentlich wissen? Sie wollten bloß den Gesamtwiderstand wissen. Die, ordentlich und es richtig macht, die einzelnen Widerstände zusammenfasst und so eher gesamt macht. Ja, da. Der Schritt, das sage ich jetzt. Ja, hier ist jetzt Schluss. Hier könnten wir jetzt sagen, das ist gleich R gesamt. Ja, das also, ist drin, deswegen meine ich, hat auch geholfen. R gesamt ist gleich, und zwar das ist das R gesamt hoch minus 1. R gesamt ist genau der Kehrwert von dem Ding hier. So. Ja, danke. Ja, aber wir hatten gesagt, wir rechnen in Stromteiler. Und Stromteiler heißt, dass ich bis zum Stromverhältnis wenigstens rechne. Ich könnte jetzt noch das Stromverhältnis 2 angeben. Ne, dann wird der R2 und der R1 tauschen dann die Plätze, dann steht hier R1, R3. Oder ich könnte den I3 angeben, dann tauschen I1 und I3 die Plätze, dann steht da eben R1. Das war's. Bitteschön. Inwiefern ist es denn jetzt sinnvoll, sich quasi diese Stromteiler-Formeln zu merken? Also gar nicht. Also es ist dann so, also meine Frage ist jetzt für die Klausur. Gar nicht. So oder so erwarten, dass wir sie herleiten? Ich habe noch nie eine Aufgabe mit einem Dreier und einem Stromteiler gestellt. Ja, also ich
meine, man kann immer eine ganze Menge auswendig lernen. Die Frage ist ja, ob das sich das lohnt. Also ich habe, also ich erinnere, ja, aber ich vergesse immer viele Sachen, ne? Aber ich erinnere mich eigentlich an keine Klausur, wo Ihnen das auswendig zu wissen einen Vorteil gebracht hätte. Ja, Sie wollen jetzt so detailliert so Dinge wissen, die ich erst in 3 Monaten beantworten muss. also, so eine Aufgabe kommt nicht dran. Wahrscheinlich. Nee, also, ja, ich lege mich da jetzt auch nicht fest, aber ich würde jetzt nichts sehen, wo Sie, was Sie wissen müssen, ist, wie Sie, oder was Sie hinkriegen sollten, ist, wie Sie das ausrechnen. Und im Prinzip ist es mir egal, ob Sie das Ergebnis auswendig wussten oder hergeleitet haben, Hauptsache es stimmt. Also wenn das Ergebnis stimmt, ne? Wenn Sie irgendwas hinschreiben und es ist falsch, dann haben Sie halt Pech gehabt. Wenn Sie irgendwas herleiten und Sie machen dann, das Endergebnis ist falsch, aber Ideen in der Herleitung sind richtig, gibt es Teilpunkte, ne? Aber einfach nur das Ergebnis und dann ist es leider falsch, gibt da leider keine Punkte. So, Sie verstehen, was ich meine? Ne? So, das auswendig, weiß ich nicht, ich habe das noch nie von irgendwem verlangt, dass es auswendig weiß. Den Zweier auswendig zu wissen, hat Vorteile, weil Sie dann schneller sind. Also nicht mal, den müssten Sie auswendig wissen. Den können Sie meinetwegen auch jedes Mal herleiten, aber das kostet halt Zeit. Und der bringt, glaube ich, den Zweier auswendig zu können, bringt, glaube ich, Vorteile. Aber den Dreier dann nicht wirklich. Gut. Soweit, so gut. Ja, dann. Weitermachen. Aufgabe, warte mal, ich sage noch gerade 3 Sätze zu Aufgabe 3, 4. Der ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, weil man zunächst irgendwie Ströme und zunächst den Widerstand bestimmen muss aus der Spannung, die gegeben ist und der Leistung, die aufgenommen wird bei der Betriebstemperatur. Und wenn man das hat, kann man ja mit dem Materialverhalten, wie nämlich das Rho, der spezifische Widerstand, sich bei unterschiedlichen Temperaturen verhält, schließen, wie groß denn der Widerstand bei Raumtemperatur ist einer Glühlampe. Ja, und dann hat man eigentlich alles. Also man muss da so ein bisschen über Dreisatz und Verhältnisrechnung arbeiten.